Einen schönen guten Tag. Wir sprechen heute mit Herrn Professor Wolfgang Kubin, der sich zurzeit wieder in Deutschland befindet. Und von Herrn Wolfgang Kubin wird Ende dieses Jahres, voraussichtlich Ende November, seine Autobiografie erscheinen, und zwar der Band 1 unter dem Titel Das Wasser kocht sich zu Tode, mein Leben im Abriss. Die frühen Jahre 1945 bis 1966. Herr Kubin, meine Frage an Sie: Was können sich die Leserinnen und Leser erwarten? Einen nachdenklichen, älter gewordenen, aber immer noch jung gebliebenen Mann, der seit Jahren gebeten wird, seine Autobiografie gegen seinen eigenen Willen zu schreiben. Es ist modisch, dass inzwischen fast jeder, übertrieben gesagt, etwas aus seinem Leben hinterlassen möchte. Aber ich habe in China zumindest gelernt und das auch in Japan und auch in Korea, dass man nicht immer Nein sagen kann, sondern dass ein Nein irgendwann peinlich und sogar auch beleidigend wird. Also musste ich mich auf die Stimmen aus Österreich, aus Deutschland, aus China irgendwie einlassen. Da bin ich natürlich auf ein großes Problem gestoßen. Man schreibt ja normalerweise eine Autobiografie aus einem Guss. Und dann braucht man 4 bis 5 Jahre. Aber da ich ja von Haus aus Philosoph bin und da die deutsche Gegenwartsphilosophie sich hauptsächlich mit der Frage der Endlichkeit beschäftigt, habe ich mir gedacht, werde ich denn in den nächsten 4, 5 Jahren überhaupt noch da sein oder stark genug sein. Und deswegen habe ich einfach eine Einteilung vorgenommen. Band 1 bis Band 4. Einen Band habe ich schon fertig. Der zweite ist in der Mache, der wird fertig. Und dann schauen wir mal, wie es mit meiner Puste aussieht. Schreiben bedeutet für mich grundsätzlich nachdenken. In diesem Fall, nämlich im ersten Band, ist es ein Nachdenken über meine Wiener Verwandtschaft, denn meine Mutter kommt ja aus Wien, aber auch über die Verwandtschaft meines Vaters. Und was mich nicht unbedingt überrascht, aber vielleicht die Leserschaft überraschen wird, ist, dass in meinem Leben die Großmutter und die Mutter und die Wiener Verwandtschaft von einer überragenden Bedeutung gewesen sind. Und da sitze ich eben jeden Morgen sehr früh, meistens schon ab 2, 3 Uhr, und denke einfach und setze mich zurück und erinnere mich an Dinge, die mich vielleicht geprägt haben könnten, bevor ich dann, das ist Thema des zweiten Bandes, hoffentlich 1974 nach China aufgebrochen bin, aber vorher schon nämlich 1969 in Japan gewesen war und natürlich den Übergang von der Theologie über die Philosophie und Germanistik zur Sinologie gefunden habe. Was ich schreibe, weiß ich nicht im Voraus. Es ergibt sich einfach und ich bin manchmal selber überrascht, an welche Details ich mich noch erinnern kann. Und oftmals sind es die kleinen Dinge, an denen ich lange arbeite und mich gern erinnere. Das heißt, man wird sehen, was Sie sozusagen für diese Zeit in Erinnerung behalten haben. Es ist ja auch so, dass viele Ihrer Weggefährten und Weggefährtinnen leider nicht mehr leben, ja, aber doch noch einige.
Und von daher wird es natürlich auch sehr interessant sein, für diese Leute zu sehen, wie sie die Zeit zurückholen und Revue passieren lassen. Sie sprechen ein wichtiges Problem an, das Problem der Endlichkeit. Darüber habe ich deswegen auch nachdenken müssen. Ich kann ja nicht an einem Stück eine Autobiografie schreiben, wenn während des Schreibens über die nächsten 4, 5 Jahre die Leute, die am Anfang noch gelebt haben, dann plötzlich alle tot sind. Da muss ich das ganze Werk umschreiben in die Vergangenheitsform. Wenn ich aber einen Band schreibe und innerhalb eines Jahres fertig werde, was momentan geht, dann leben die Leute hoffentlich noch. Und so hat es sich bei Band 1 als richtig herausgestellt. Ja, und wie Sie mir gesagt haben, wird dieser Band dann auch mit einigen historischen Fotos garniert sein, die so noch nicht veröffentlicht wurden. Können Sie kurz zu den Fotos etwas sagen? Zunächst, da ja hauptsächlich Wien und Celle und dann teilweise das Emsland und das Münsterland abgehandelt werden, werde ich natürlich auch großenteils auf Fotos zurückgreifen müssen, die gar nicht mehr in meiner Hand sind, aber in meiner Erinnerung. Und da hilft mir ein Cousin, ein Großcousin müsste ich genauer sagen, der Maler ist in Wien, der Orte besucht hat, die heute zur Tschechei gehören, wo meine Wiener Verwandtschaft hauptsächlich herkommt. Und mein Bruder Matthias in Dinkelsbühl, der über die Jahre auch die zurückgebliebenen Fotos meines Vaters, der ein guter Fotograf war, gesammelt hat. Und diese Dinge gehen dann aus meiner Hand in die Hände von Profis, die dann entsprechend auch wissen, ob die Fotos weiter verwertbar sind oder nicht, beziehungsweise diese dann entsprechend am Computer im guten Sinne verbessern können. Ja, dann sage ich danke. Wir sind gespannt auf dieses Buch. Das Buch kann man jetzt schon natürlich vorbestellen, entweder direkt bei uns oder in jeder Buchhandlung oder im Internet. Herr Kubin, besten Dank, liebe Grüße nach Bonn und wir hören uns demnächst wieder. Dankeschön. Ich danke auch.